Willkommen, liebe Derby-Sieger. Ach, ist immer noch sehr schön. Beim St. Pauli Podcast am Dienstag, eine Woche nach dem Derby-Sieg. Das ist erst eine Woche her, oder, Willi? Das kommt einem nicht wirklich so vor. Also, es ist, ja. Es war ein Spieltag dazwischen, aber der überwiegt, der Flow des Derby-Siegers ist noch irgendwie sehr positiv präsent. Ich bin immer noch der Meinung, dass die drei Punkte nicht vom Linienrichter und nicht vom Schiedsrichter kamen. Schönen Gruß, Olli. Ja, darüber reden wir auch. Wir reden über den Derby-Sieg nochmal, über das Feedback, das wir bekommen haben zur Folge. Dann, ich mach mal den Raum auf, Oliver. Ne? Ich mach mal den Raum auf, Willi. Wir sitzen hier im Juli in der Eimsbüttler Straße? Eimsbüttler Chaussee. Und wir sitzen draußen, denn die große Kältewelle ist nicht gekommen. Also hier ist wirklich noch Juli. Ja, hier ist noch Juli in der Eimsbüttler Chaussee. Wir sprechen bestimmt auch gleich nochmal wir machen den Pop-Diskurs-Raum auf, St. Pauli-Schanzen. Danke, Katja. Die Getränke kommen auch an Start. So, dann machen wir gleich mal Prost. Also nochmal herzlich willkommen an alle. Wir trinken jetzt ein Bier und fangen mit euch an zu podcasten. Es ist Dienstagabend im Schanzenviertel. Wir sind immer noch Derby-Sieger und wir haben gerade das Reeperbahn-Festival hinter uns und deswegen machen wir diesen ganzen Podcast auch so ein bisschen über das Thema Popmusik, über das Thema Musik im Viertel, machen wir so ein bisschen auf. Und da ich mich freundlicherweise am Mittwoch verpiescht habe nach Griechenland und dazu gar nicht viel sagen kann, gebe ich mal das Wort an Willi. Willi, wie war denn das Reeperbahn-Festival 2019 für dich? Also ich habe tatsächlich eine Tageskarte für den Samstag gehabt, aber durch glückliche Umstände fing es am Freitagabend für mich schon an, als ich auf dem Überraschungskonzert Secret Gig an unserem geliebten Millerntor ist Deichkind aufgetreten und haben irgendwie so eine Dreiviertelstunde Show gespielt zur Veröffentlichung des neuen Albums, was tatsächlich jetzt am 27. rauskommt und wo ich das Thema Aufmachen auch aufmache und die St. Pauli Pop Spotify Liste gleich mal tanke mit einem Song, den ich tatsächlich live großartig fand von Deichkind, und das war, habe ich mir doch extra hier gescrollt, das war Dinge, das ist auch die neue Single, Dinge. Ja, dreiviertel Stunde am Landtor zwischen Gegengrade und Südkurve in der Ecke, Open Air, entspannte Party mit einem lustigen Flow der Deichkinder, und insofern war das schon ganz nice. Bevor am Samstag dann tatsächlich der ganze Tag relativ, also es war ja gefühlt Sommer pur mit 25 Grad T-Shirt-Wetter und ganz viele Leute in kurzen Hosen und Badelatschen, hätte ich fast gesagt. Und dann ich habe irgendwie gefühlt von einem Point zum nächsten, aber am Ende waren so ein paar Sachen, die ich mir so überlegt hatte, die Standards waren, auch wieder dieses Jahr besonders angenehm. Also zum Beispiel Molotow Backyard, also ein gutes Stichwort zu Molotow. Es gibt da jetzt irgendwie anscheinend Gerüchte, beziehungsweise es gibt so eine Aktion, Molotow muss bleiben. Anscheinend ist es so, dass der Vermieter
da an der Mietenbremse oder an dem Mieten dreht und schraubt und da nochmal Umsatz also generieren will. Also die Mietpreisbremse loslösen will. Genau, also da soll ordentlich was passieren und deswegen ist das ein bisschen auch so ein Thema gewesen ringsrum. Also man konnte da auch Support-Buttons, T-Shirts, was auch immer, und das ist auf jeden Fall ein Laden, der es extrem wert ist, dass er erhalten bleibt, auch da vor Ort. Weil das halt eine Kultur ist, die unbedingt zum Stadtteil gehört und die halt nicht nur bei solchen Events, sondern auf jeden Fall sehr prägend und sehr wichtig ist für den Kiez und auch also für St. Pauli. Tatsächlich einer der ganz wenigen Läden, muss man überlegen, ob mir überhaupt noch einer einfällt, wo ich zu Konzerten gehe ab und an und wo aber auch meine Kinder zu Konzerten gehen. Übel und gefährlich ist auch so ein Laden. Übel und gefährlich geht vielleicht nach Mojo manchmal auch noch. Mojo so manchmal, aber da muss man die Kinder schon hintragen. Die kennen die ganzen Künstler nicht. Ja. Aber die gehen von sich aus ins Molotow, weil die haben sozusagen ihren ersten Tod, ihre erste Vertreibung haben sie überlebt. Und das wäre natürlich jetzt total fatal, wenn sie da, wo sie gerade wieder Wurzeln geschlagen haben, verjagt werden würden. Nee, da sind wir natürlich dabei. Vielleicht sollten wir das Thema wirklich nochmal als eigenes Thema aufnehmen und nochmal einen Podcast aus dem Molotow machen und vielleicht die Leute da einladen, die sich da engagieren, dass das Molotow bleibt. Ja, finde ich ein super Thema. Also wenn man da irgendwie einen Aufhänger kriegt oder einen Kontakt, wäre es auf jeden Fall, also wenn wir Zuhörer haben, die da irgendwas irgendwie mit organisieren können, wäre es natürlich gut. Aber zum Reeperbahn-Festival nochmal, also Backyard heißt, Pias hat da tatsächlich, ich glaube, das lief unter dem groben Deckmantel Australien, aber die Künstler, die ich, also es waren diverse gute Künstler am Start. Squid zum Beispiel fand ich extrem lustig und gut. Das waren so 20-Jährige aus Brighton, die tatsächlich so ein bisschen Post-Punk spielen, aber halt mit allen möglichen, auch mit einer Trompete dabei und mit ganz verschiedenen Instrumenten. Also das, Big Band-Punk. Ja, aber jetzt tatsächlich auch schon zur Sache gehend und auch so ein bisschen sprachlich, so ein bisschen wie David Byrne Talking Heads oder B-52s. Und das Lustige war, dass der Sänger der Drummer ist oder war. Und das war das sehr skurril. Und das sehr stimmt. Normalerweise, ich liebe ja den einzigen Musikerwitz, den ich kenne, ist Schlagzeuger, das sind doch die Typen, die mit Musikern abhängen. Ja, in dem Fall war es so, dass man schon gewusst hat, warum der Schlagzeuger, also der konnte nicht nur gut Schlagzeug spielen, sondern hat tatsächlich auch eine ganz unterhaltsame Stimme gehabt, und da würde ich von Split natürlich auch was auf die Playlist setzen, damit man das mal hört, und das ist fängt immer relativ entspannt an, die Songs, die sind ein bisschen länger als üblich im Punk oder im Radio, in Radiolänge sind halt nicht 3 Minuten, sondern sind auch gerne mal 5 Minuten, und nach hinten raus gibt es dann auch noch ein bisschen Kick-Ass, dass dann halt nochmal man auf die Pogo-Beine geschoben wird sozusagen, und das war sehr unterhaltsam, also das war sehr schön. Und dann gab es noch einen Act, der auch sehr gut war. Der hat dann tatsächlich, war dann nochmal im abendlichen Hauptprogramm des Mojo. Auch eine Künstlerin aus London, die auch ganz, ganz tolle Musik gemacht hat. Auch vielleicht doch tatsächlich auch noch für jüngere Leute. Die ich auch auf die Liste setzen würde, weil das so eine Mischung ist. Also da habe ich gedacht, da gibt es auch ein Comeback der E-Gitarre. Also es gab tatsächlich, ist alles zeitgemäßer Sound, aber dann doch mit so einem mitten im Lied, wo sie dann tatsächlich abgeht und nicht singt und tanzt zu dem E-Gitarren-Solo des Gitarristen. Ich wollte gerade fragen, also es gab auch ein Solo, das ist ja das Wichtige bei der E-Gitarre. Das ist ja, ich kann mich da erinnern an eine Kolumne im VH Wonderland. Die alten Leute werden sich erinnern, VH1, das war mal ein Sender für Menschen, die Musikgeschmack haben. Und der ist auch in Deutschland gestartet, und da habe ich mal mitgearbeitet, und mein erster Chefredakteur, Christoph Becker, der hat eine Kolumne geschrieben, unter anderem haben auch Peter Glaser und Dietrich Dietrichsen da Kolumnen geschrieben, und Christoph hat eine Kolumne geschrieben, die ich bis heute eine der schönsten finde, die ich je gelesen habe, nämlich über den Tod des Gitarrensolos, also vor allem des E-Gitarrensolos, und wie traurig ihn das macht, dass das gestorben ist, Ende der 90er Jahre. Und dann haben wir ein Comeback jetzt wahrscheinlich. Ja, also Arnon Parks heißt der Künstler oder hieß die Band oder auch die Sängerin. Und auf die Liste würde ich Cola packen. Das ist jetzt nicht ausgewiesenermaßen mit dem besagten Solo drin, aber ist so das gängige Wiedererkennungslied. Ganz tolle Stimme. Alles ein bisschen traurig tatsächlich vom Background. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so die Sadness unserer Zeit.
Das bringt mich auch tatsächlich auf den Ende des Abends, wo ich in Michel war bei Aurora aus Bergen, Norwegerin, norwegische Künstlerin, die tatsächlich selber über sich lachen musste, weil sie irgendwie gemerkt hat beim Ansagen der Songs, dass überwiegend Sadness am Start war, aber ganz tolle Songs und tatsächlich auch dann für ein Lied sogar, das habe ich so noch nie erlebt, die Band, also den Gitarristen und den Drummer weggeschickt hat, das Mikro weggelegt hat und die Schuhe ausgezogen hat und erstmal in den Michel gegangen ist, so ein bisschen sich umgehört, umgeguckt und dann tatsächlich gesungen im Michel ohne Mikro, wo alle Leute unglaublich Gänsehaut bekommen haben und gedacht haben, was erleben wir hier denn? Also das war wirklich phänomenal. Das ging über auch, glaube ich, eine Stunde 20, das ganze Konzert. Das ist eine ganz tolle, ganz so ein bisschen schrill, ein bisschen bizarr, aber grundsympathisch und ganz tolle Stimme. Und da würde ich ein Lied auf die Playlist setzen. Das habe ich extra nochmal rausgesucht. Und zwar ist das eine Coverversion von Oasis. Dass sie auch so ein bisschen bekannter gemacht nicht, aber auf jeden Fall ein ganz toller Song ist. Half Man Run oder so heißt es. Es kommt auf die Liste, hört euch das an. War tatsächlich großartig. Ich habe da tatsächlich zwei Fragen. Solange du das den Song suchst, kann ich ja die beiden Fragen mal formulieren. Die eine Frage ist an euch, die ihr uns zuhört. Half the World Away. Ich hätte gerne Half the World Away. Ausgezeichnet. Ja. Ich hätte ganz gerne von euch, ich starte auch noch eine Umfrage zu diesem Podcast, weil es mich einfach umtreibt. Weil wenn wir so jemanden wie Willi beim Reeperbahn-Festival haben, und dann hätten wir ja jetzt, im Normalfall hätten wir mich auch noch da rumstreunern. Und vielleicht Christian auch und Markus auch. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viel Musik, die wir euch natürlich auch vorspielen wollen. Und da gibt es zwei Fragen, die ich an euch habe, die ich auch in einer Umfrage habe. Also erstens, meint ihr nicht auch, dass Musik eigentlich zum St. Pauli Podcast dazugehört? Und die Frage, die sich daraus anschließt, ist, würdet ihr da einen kleinen Obolus bezahlen, damit wir die GEMA-Gebühren und die GVL-Gebühren für diesen Podcast, wenn wir Musik spielen, bezahlen können? Das ist eine Frage, die ihr bitte beantwortet, entweder bei Facebook, bei der Umfrage, die ich jetzt starte danach, oder gerne mit allem anderen Feedback noch an eh@stpaulinu.de oder podcast@stpaulinu.de, das kommt alles an. Wenn ihr das jetzt vergessen habt, geht auf meinen Blog ins Impressum, da steht nochmal eine E-Mail-Adresse und schreibt uns einfach. Vielleicht, was würdet ihr bezahlen? 1,90 Euro, 2,50 Euro, 3,70 Euro, vielleicht sogar 5 Euro im Monat oder 1 Euro pro Folge, dass wir das hinkriegen, dass wir die... Oder vielleicht tickt ihr auch ganz anders und sagt, uns interessiert keine Musik und interessiert nur der textliche Inhalt. Das könnt ihr natürlich auch mitteilen. Selbstverständlich, das stimmt. Aber wir haben so das Gefühl, also ich habe jetzt gerade das Gefühl, dieser Podcast, dieses Intro, dieses Leben, das du ja schon rübergebracht hast, das wäre einfach mit Musik noch eine Runde toller gewesen. Ja, weil, also einfach, weil ich ja die Künstler nicht gehört habe. Ja, weil einfach die Bilder, die jetzt im Kopf entstehen, sozusagen dann auch Geräusche kriegen. Ne? Also so halt die Musik dazu, die ja wirklich auch dazugehört. Das wäre natürlich perfekt, wenn das jetzt irgendwie passen würde. Dazu fällt mir auch nochmal ein Zitat von Kraftwerk ein. Musik als Träger von Ideen. Also das ist ja auch irgendwas, was immer so rumschwirrt. Dass Musik, also für mich sowieso eine maßgebende Rolle immer gespielt hat und auch immer spielen wird und eigentlich auch bei solchen Sachen nie zu kurz kommen sollte und natürlich einfach, wie ich finde, auch in den Podcast reingehört. Aber entscheidet selbst. Das führt mich zur zweiten Frage, Willi. Musik als Träger von Ideen, Musik als Träger von politischen Ideen. Du hattest eben von der Sadness gesprochen, die vielleicht sozusagen in unserer Welt gerade so ein bisschen angekommen ist und auch vom Revival des Punkrock, der ja sehr stark sich aus einer Wut-Emotion, also meistens aus einer Wut, aus einem Dagegen gegen etwas gefühlt oder wahrhaftig Ungerechtem speist. Hast du das Gefühl, dass die ganze Thematik, also alle voran, der Klimawandel, der Kampf der jungen Generation gegen das Establishment, zu dem wir beide ja auch gehören. Wir sind sozusagen die
die verständnisvollen Alten, die immer nicken und sagen, ja, ja, wir verstehen euch schon. Aber hast du das in der Musik wiedergefunden? Und wenn ja, wo? Also es ist tatsächlich in der Musik, also es ist schwierig, die Frage mit einem Satz zu beantworten. In der Musik würde ich es nicht wiederfinden. Aber ja, in dem ganzen Kontext, also man merkt schon, auf diesem ganzen Festival merkt man schon, dass so wie die, wie der Umgang der Künstler mit der Audience oder auch untereinander, wie man das mitkriegt, ist das schon ein sehr, sehr präsentes Thema, das man auch nicht aus den Augen lassen sollte. Und es ist tatsächlich auch so, dass man halt überlegt, diese Emotionen, die dann da auch tatsächlich übermittelt werden. Und das ist ja dann auch der Bogenschlag zu den Emotionen, die wir tatsächlich auch bei solchen Themen, die global sind, ob man da auch so mitgenommen, abgeholt wird. Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt eigentlich so gar nicht beantworten. Also es wäre schön, wenn das so wäre und wenn das einem so angehen würde. Müsste eigentlich, egal, unabhängig vom Alter, auch wenn man sagt, das ist nicht meine Generation, die da dann später drin ins Land ist. Also eigentlich müsste die Zeit wieder kommen, dass man, ja, vielleicht ist es ja auch so, dass die Zeit wieder da ist, dass man wieder mehr auf die Straße geht für Dinge, die einem wichtig sind und dass dann diese Dinge einem wichtig sind. Also dass dann doch alles wieder lauter wird. Oder wie ist deine Meinung? Ja, lauter und leiser zugleich. Also die, da bin ich nämlich eben hängen geblieben an der Sadness sozusagen, an der, denn Traurigkeit hat ja auch viel mit Akzeptanz zu tun, ne? Also mit sagen, okay, wir können jetzt hier vielleicht ein paar Dinge noch ändern in die richtige Richtung, aber sozusagen die richtigen, also die Weichen sind gestellt, der Zug fährt jetzt in eine bestimmte Richtung. Also in den Fällen ist ja die Traurigkeit auch so, dass aus dieser Traurigkeit anscheinend musikalisch diese tollen Songs entstehen, also als kreativer Bodensatz der Suppe sozusagen, dass das dann halt irgendwie da was ganz Tolles bei rauskommt. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob man diese Sadness sozusagen dadurch positiv wahrnimmt, bleibt nur so dahingestellt. Nee, das wäre nämlich gar, also diesen Dreh habe ich gar nicht. Wir sind ja nicht bei Hollywood, sondern wir sind ja hier im echten Leben unterwegs. Man kann ja ruhig bei der Traurigkeit bleiben und dann sagen, daraus kann auch Trost entstehen, also aus Traurigkeit Trost oder auch eine Emotion tragen. Und man kann sich auch in Melancholie, kann ja durchaus auch Spaß machen, genauso wie Schmerz Spaß macht. Jetzt fehlt Christian übrigens. Ich weiß gar nicht, warum ich an ihn denke. Ja, es ging mir tatsächlich auch gerade so. Also liebe Grüße an Christian. Und ich würde jetzt Christian auch das nächste, ich muss unbedingt Benny Sings auf die Liste setzen mit Disco, da muss ich sofort an Christian denken. Also Christian, wenn du das hörst, hör dir bitte das Album von Benny Sings an. Ich glaube, das ist aus Anfang des Jahres und Disco ist ganz, ganz toll, musst du dir anhören. Wir hatten, also wie gesagt, ich hatte ja kurz erzählt, ich war in Athen, ich war jetzt nicht in St. Pauli-Themen in Athen, sondern tatsächlich auf der dunklen Seite der Macht unterwegs, also beruflich. Habe da mit zwei Ministern aus Griechenland irgendwie auf so einer Konferenz rumgeömmelt. War wahrscheinlich ich war so eingeladen als der lustige Geek mit dem lustigen T-Shirt. Noch eine kurze Geschichte zu. Ich habe es dann leider nicht geschafft. Und ich kann den immer nicht aussprechen, den Stadtteil von Athen, Echarias oder so ähnlich heißt der. Bitte mich korrigieren, liebe Zuhörer aus Griechenland, denn wir haben Zuhörer aus Griechenland. Genauso wie wir Zuhörer aus den USA, aus Singapur, aus echt? Schönen Gruß an den Kollegen aus Indien. Wir haben Zuhörer aus Afrika, aus Südamerika. Nicht immer viele, eine Handvoll bis zu einem Dutzend, aber aus Griechenland kommen, glaube ich, ungefähr ein Dutzend. Schön, das ist ja regelmäßig Hörer. Schöne Grüße an Kalinichta nach Griechenland. Ich wollte eigentlich die Jungs vom South End Scum und vom Athens St. Pauli Fanclub zumindest mal treffen. Die haben ja auch freundlicherweise geschrieben, wo sie das Spiel gegen Osnabrück schauen. Aber da war ich schon auf dem Rückweg, dummerweise, am Sonntag. Also wäre das Spiel am Samstag gewesen, hätte ich mir das nicht nehmen lassen, in Athen, St. Pauli zu gucken. Ich habe es nicht in den berühmten Stadtteil Echarias geschafft, sondern habe mir die Zeit vertrieben mit griechischen Ministern. Hießen die auch Dimitriakos?
Ehrlich gesagt habe ich den Namen vergessen. Die ist, ich kann die aber nach. Also schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr wissen wollt, wie der Investitions-, Innovations-, Wachstumsminister heißt. Ich weiß gar nicht mehr genau den Titel. Aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich bei meinem Vortrag ein St. Pauli-T-Shirt anziehen, also unseren Jolly Roger. Habe mich denn aus Storytelling-Gesichtspunkten, weil es um ein anderes Thema ging, umentschieden. Und habe dann das später mit den Leuten da besprochen. Und dann haben sie gesagt, ja, ach so, ja klar. Also man nimmt mich ja immer relativ deutlich als St. Pauli-Fan wahr. Und dann hat man gesagt, ja, also wir hätten da natürlich alle kein Problem mit gehabt. Ist ja auch logisch, weil der Jolly Roger hat ja in Deutschland sozusagen schon eine symbolische Kraft. Und wir versuchen auch Kraft auf die Straße zu bringen, Stichwort G20 und Konsorten. Aber die Mächtigen sind wir ja nicht in der Lage, an ihren Grundfesten zu rütteln. Das wissen die natürlich auch ganz genau. Die Friedrich Merzens dieser Welt und die Wolfgang Kubickis und so, die wissen natürlich ganz genau, dass wir so ein bisschen an ihren Grundfesten rumkratzen. Das, vor allem wissen die, dass wir recht haben. Aber der Andi Grote, der fühlt sich vielleicht ein bisschen angefasst, wenn er aus der Weinbar komplimentiert wird. Aber an seiner Macht und seiner Machtausübung und Machtfülle ändert das ja überhaupt nichts. Das ist aber in Griechenland anders. Da wird das tatsächlich sehr viel intensiver auch von den Mächtigen wahrgenommen und wurde mir auch zurückgespiegelt, dass in dem Moment, wo ich meinen Vortrag mit dem St. Pauli-Pulli gehalten hätte, meine griechischen Kollegen die Botschaft sehr wohl verstanden hätten und auch wahrscheinlich in irgendeiner Form reagiert hätten, im Sinne von hätten mich ausgeladen oder so. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren. Aus Versehen alles richtig gemacht. Ja, oder falsch. Das oder falsch, kommt genau. Ja, das auf die Perspektive drauf an, weil ich mir dann gedacht habe, oh, na, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dass ich mit dem Jolly Roger in Griechenland so einen Eindruck machen kann, dann hätte ich es wahrscheinlich getan. Also ich hätte mich wahrscheinlich über mich selber, über meinen eigenen Schatten springen müssen. Aber was ist denn das schon gegen das, was die Jungs in Griechenland aushalten müssen? Und mir wurde tatsächlich zurückgespiegelt, dass in der Wahrnehmung derer, die Wirtschaftspolitik machen in Griechenland, 50% der Aktivisten in diesem Stadtteil, die sich gegen die Räumungen und Gentrifizierungen wehren, St. Pauli Jolly Roger tragen. Und das ist schon was Geiles. Also das ist auch ein Thema, das wir gerne nochmal aufnehmen sollten. Also wir haben das Mojo jetzt als Thema, wir haben das Thema... Also wir können ja bei dem Thema erst kurz bleiben, weil wir auch Osnabrück Sonntag und unseren Torschützen auch schon erwähnt hatten sozusagen. Beziehungsweise nicht den Torschützen, aber eigentlich doch den Torschützen, weil das Tor war natürlich von Miyagi mit links unter den Balken gedonnert, aber die Vorarbeit großartig von Dimi, unserem Griechen, und einen Punkt geholt, also nicht ganz in den Derby-Fluch reingerutscht, glaube ich auch soweit okay gespielt, also es wäre wohl auch eine Niederlage drin gewesen. Ich habe das Spiel jetzt tatsächlich nicht live gesehen, weil ich auch unterwegs war, aber so als Zusammenfassung klang es sehr, sehr danach, als wenn das mit dem Punkt auf jeden Fall okay gewesen wäre. Und das hatte ich auch einen lustigen Kommentar vom Freund von mir gehört, der dann sagte, ja, dann haben wir ja so einen ähnlichen Jatta-Fall, nur dass der Kollege von, also unser Neuzugang von Red Bull, dass der halt, also der Ausgeliehene, dass der dann tatsächlich vielleicht sein Alter nach oben reduziert hat, weil er sich so ein bisschen wie ein 13-Jähriger verhalten hat mit seiner zweiten gelben Karte und mit Gelb-Rot von Platz dann musste. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, aber auch nur in der Nachberichterstattung. Mhm. Ich habe vor allem den Kommentar von Bohnekamp. Lidl vorne links vor der Kasse. Von unserem Podcast-Magenbitter Bohnekamp. Wir müssen ihn unbedingt mal einladen, dass er das mal richtig stellt, wie er richtig heißt. Jessas, sagt der Mann, der aus Griechenland kommt. Wir hatten schon wieder Karte voll, aber jetzt ist, ich weiß nicht genau, wo wir ausgestiegen sind. Aber ich würde jetzt nochmal wieder starten mit dem Thema. Wir sind langsam ins Fußballthema rübergejuckelt und waren beim Aufregerthema der Woche, nämlich dem Trainings,
aneinander geratenen Mach dich gerade Digi zwischen Christopher Buchtmann und Ersin C. hier. Genau. Tatsächlich, ja, der Aufhänger ist ja eigentlich der, dass der Kader groß ist und natürlich die Energie der Spieler nicht am Wochenende raus kann, sozusagen, weil sie keine Einsatzzeiten bekommen. Wahrscheinlich ist Christopher Buchtmann so der Götze von St. Pauli, der Mario Götze von St. Pauli, der dann nur 10 Minuten Spielzeit kriegt und sich doch da ganz woanders sieht. Aber das war natürlich ein Moment, wo du denkst, okay, wieso passiert sowas im Training und wieso sind die beiden, na okay, hatten wir schon festgestellt, Jos Luhukay war zur Fortbildung, der Gehlhaus war die da. Katze war aus dem Haus, die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Ja, und dann sind sie gleich vom Platz geschoben worden sozusagen, also durften gleich in die Kabine zum Duschen. Also ich vermute tatsächlich ganz stark, schönen Gruß an Markus Gehlhaus, der ist ja auch, da ist noch eine Einladung pending zu unserem Podcast. Ich vermute ja ganz stark, dass das so ein bisschen zusammenhängt. Ne? Also Jos Luhukay ist ja in der Lage, tatsächlich einen mentalen Druck auf diese große Gruppe von jungen Männern auszuüben, wie wir das an unserem in unserem Verein noch niemals gesehen haben. Und wenn der dann nicht da ist, und dann sowieso nochmal der Frust mit der, du hattest es erwähnt, der sogenannten zweiten Trainingsgruppe, obwohl das natürlich nicht ganz stimmen kann, weil Buchtmann natürlich zur ersten Trainingsgruppe gehört und Ersin C. hier zur zweiten. Wenn man dann diese Logik der Mopo übernimmt, die ich nicht für sehr schlüssig halte, weil ich eher glaube, dass es das, was Jos Luhukay sagt, auch stimmt, nämlich dass er die Gruppen getrennt hat, damit er die Intensität des Trainings bei denen, die nicht keine Chance haben, im Moment zu spielen, so hoch hält, als würden sie Spiele spielen. Okay, also haben sie alles richtig gemacht. Also sie haben wirklich unter Wettkampfbedingungen sich die Beine weggetreten. Das wäre auch mein Fazit. Also da sind zwei Leute, die natürlich frustriert sind, aber natürlich auch mit hoher Energieleistung in dieses Training gehen, mit hoher Intensität, um mal mit Jos Luhukay zu sprechen, mit hoher Intensität in ein Training gehen, sind aneinander geraten und selbstverständlich kannst du da rein interpretieren, du bist ja überhaupt der Fußballer von uns beiden, man weiß ja im Profibereich, im Training, wann das mein Mitspieler ernst meint oder nicht. Oder? Naja, sowas schaukelt sie natürlich auch hoch. Und ich glaube nicht, dass da so ein Fall sein wird, wie, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt so ein Zweikampf, da ist ganz viel Zufall und ganz viel Emotionen, die dann spontan kommen. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, da hat jetzt einer die offene Sohle raufgehalten im Training, das muss nicht sein, dann wird man halt mal laut. Und wenn man dann ein temperamentvolles Blut in den Adern hat, dann schaukelt sich das schnell hoch. Und das scheint bei den beiden so zu sein. Aber natürlich ist es so, dass man die Intensität schon hochhält und versucht, Wettkampfbedingungen zu haben und natürlich den möglichen Kaderplatz zu halten oder mögliches Startelf-Comeback zu haben. Den will man natürlich auch in allen Varianten nicht zurückstecken. Und wenn dann Leute aufeinandertreffen, die beide nicht zurückstecken wollen, was ja eigentlich sehr positiv ist, dann knallt das auch schon mal. Kann jetzt so knallen, also ich denke da gerade so an so einen Knall, den Werder Bremen hatte, unser nächster Testspielgegner, wo Füllkrug tatsächlich im Training sich einen Kreuzbandriss geholt hat. Ja, also so ein Kratzer am Schienbein ist da schon ein bisschen was anderes und dann sollen die beiden doch in Ruhe in der Kabine das nochmal mit Ching Chang Chong irgendwie klären und wieder in die Spur kommen, in die sportliche. Wobei wir das Thema Christopher Buchtmann ja hier schon ausführlich hatten. Aber was wir noch nicht hatten, ist das Thema Ersin C. hier. Und ich weiß nicht, keiner von uns ist beim Training dabei, aber wenn ich mir die Entwicklung des Jungen unter Kautschinski in dem letzten Jahr angucke, dann waren wir eigentlich alle der Meinung, dass da ein kleines Juwel aus dem FC St. Pauli heraus geboren wird. Der hat ganz tolle, wichtige Spiele gespielt auf der 6 und kaum kam Jos Luhukay, war da einfach weg vom Fenster. Also eigentlich ist er vergleichbar mit den jungen Leuten, die Jos Luhukay jetzt tatsächlich auch protegiert und die jetzt auch die Spielzeiten bekommen und die halt auch Startelf permanent spielen und auch noch mal vielleicht 2 Jahre jünger sind. Also insofern ist vielleicht ein Spieltyp, der einem auch
Das ist jetzt, sind jetzt alles Vermutungen, aber vielleicht ist da auch eine Fitness nicht da gewesen oder was auch immer. Das muss ja auch alles in so eine Art Spielkonzept passen. Und du musst halt auch eine Taktik haben, wo dann die Spieler dementsprechend die Plätze einnehmen, die sich der Trainer auch dafür irgendwie vorher zurechtlegt. Aber kannst du dir das erklären, dass sozusagen ein Spieler unter dem einen Trainer so im Fokus steht und dann kommt der Nächste und hat ihn überhaupt gar nicht mehr im Fokus? Vor allem, weil er ja Leistung gezeigt hat. Es war ja nicht so, dass er... Ist nicht unnormal. Also es gibt halt tatsächlich, jeder Mensch tickt ja anders und Trainer ticken auch anders. Und es ist halt einfach so, du hast ja im Kader von 30 Leuten, hast du natürlich als Trainer deine Spieler... 34. Oder 34 Leuten. Hast du als Trainer natürlich schon so deine Spieler, die immer gesetzt sind, die immer Standing haben, die Inbreed, also immer am Start sind. Und die sind natürlich nicht immer gleich bei verschiedenen Trainern, logischerweise. Und deswegen kann das durchaus mal sein, dass das einfach so ein Spielertyp eine ganz andere Ansprüche hat und der Trainer an den Spieler ganz andere Ansprüche hat für verschiedene taktische Momente, als ein anderer Trainer mit dem gleichen Kader machen würde. Deswegen ist das schon nicht ungewöhnlich und deswegen finde ich es auch legitim, was wir sehen. Also dass tatsächlich auch das vor der Saison gesagt wurde, okay, ein Herr Lukai spielt halt gerne über Geschwindigkeit, über Außen und auf Attackenfußball mit vielen Toren. Bei Herrn Konchinski war es halt eher wenig Tore kassieren und vielleicht nicht so attraktiven Offensivfußball zelebrieren, sondern eher so einen italienischen Sicherheitsfußball. Ja, ist vielleicht auch übertrieben, aber zumindest nicht viele Gegentore kassieren wollen. Auf der anderen Seite, gut, da gab es Finn Ole Becker noch nicht, aber wenn ich mich an den Auswärtssieg in Ingolstadt erinnere, Pass Ersin C hier auf Miyajici, Tor. Das gab es dann im Heimspiel danach nochmal. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Das war schon so beeindruckend, dass ich die Parallele zu Finn Ole Becker durchaus ziehen würde. Und die Frage wäre für mich, was ist da passiert? Aber selbst wenn da nichts passierte, sondern einfach Finn Ole Becker sich besser anbietet und Christopher Buchtmann mit seiner Erfahrung dann natürlich und seinem Platzhirsch Gedingsbums da nochmal die zweite Geige spielt und die dritte und vierte Geige dann irgendwie nur noch überbleibt, dann wäre natürlich die Frage, oh, lass das mal kurz besprechen, weil es eigentlich eher eine Weihnachtsfrage, aber wir sind ja gerade dabei, einen Ausblick zu machen. Also wir sind ja gerade über Weihnachten, also wer wäre denn für dich, außer Ersin C hier, oder wäre der überhaupt für dich Kandidat zu einer Ausleihe im Winter oder Verkäufe? Ja. Also prinzipiell wäre er schon ein Kandidat, wobei ich ihn auch gar nicht weit weg sehe von den ersten 11 oder ersten 16. Insofern brauchst du solche Spieler halt auch. Es sind ja auch immer Phrasenschwein-Sachen. So ein Kader, du brauchst einen großen Kader, du hast jetzt noch... Sag das nochmal. Hast du mich gerade Phrasenschwein genannt? Nein, es ist natürlich so, dass wir haben jetzt gerade 6 Spiele oder was wir am Start haben. Oder 7 sind es jetzt, 7? Also jedenfalls ganz viele kommen noch und du brauchst halt einen breiten Kader und du hast immer mal wieder Sachen, die dazukommen. Dann hat der eine rote Karte, dann kommt da Verletzungen dazu. Dann musst du vielleicht mal eine andere taktische Aufstellung nehmen und da brauchst du solche Leute. Also ich befürchte, wenn du jetzt sagst Weihnachten, dann ist für mich Weihnachten so ein Horror, dass das Transferfenster öffnet und dass solche Leute im Schaufenster stehen wie ein Finn Ole Becker und wie ein Conte und wie Dimitri, unser Stürmer, der in jedem Spiel trifft oder zumindest einen Assist hat. Mir macht eigentlich gar keine Angst, dass die Bankdrücker, die jetzt in der zweiten Reihe stehen, dass die da irgendwie sagen, okay, ich wedel jetzt mal mit der Tatsache, dass ich irgendwie spielen will. Dann ist es halt so. Dann kann man halt gucken, ob die Vertragslaufzeiten dazu führen, dass man sagt, okay, mal machen wir eine Leihe oder regeneriert nochmal irgendwie Umsatz. Mir macht eher Angst, dass das, was positiv ist, und da gibt es ein paar Sachen, die positiv sind, dass das nicht nur von uns so wahrgenommen wird und hier mitgeteilt wird, sondern auch vom Rest der kennenden Fußballwelt, dass die halt sehen, okay, da sind halt Spieler, die jung sind, die sehr talentiert sind und die vielleicht Potenzial haben, zu höheren Berufen zu sein. Und das macht mir eigentlich mehr Angst als ein großer Kader und dass wir auf Leuten sitzen bleiben, die dann in der U23 vielleicht spielen. Also ich habe gerade gelesen, dass... Also ist wahrscheinlich aus der Mopo und deswegen ist die Info wahrscheinlich 2 Wochen alt, egal. Jedenfalls hat Pollersbeck bei Norderstedt bei der U23 tatsächlich gespielt. Gibt's immer mal wieder. Also ein
Kuschianz oder wie der heißt, bei Bayern spielt auch in der zweiten. Also wir haben einen Unterbau, der es nötig hat tatsächlich gerade. Also ich glaube, wir sind in einer Regionalliga Tabellenletzter jetzt sogar. Oh ja, das stimmt. Die Niederlage gegen Altona 93, über die ich mich ja sogar noch freuen konnte, nach dem Motto, Altona hat die Punkte nötiger, das war natürlich ein Trugschluss, weil... Die haben gerade Wolfsburg geschlagen, der Tabellenführer. Weil der FC St. Pauli, der braucht jetzt mal richtig einen Drive gerade, das stimmt. Und deswegen sind gute Fußballer auch da gerne gesehene Gäste, würde ich sagen. Also ich kann mir jetzt auch natürlich schwer vorstellen, dass ein Johannes Flum oder ein Christopher Buchtmann oder wie auch immer, dass die halt tatsächlich sich da auch reinhauen, um in der U23 sich zu beweisen. Aber naja, zumal Christopher Buchtmann, deswegen fand ich auch diesen Hinweis mit der Trainingsgruppe 2 so bedenklich, weil der ist ja immer im Kader. Also der war aber gegen den HSV im Kader und da war auch gegen Osnabrück im Kader. Ich glaube sogar auch, ist er beide Male eingewechselt worden noch oder einmal? Ich weiß es gar nicht genau. Also zumindest gab es immer mal so, also Startelf schwierige Zeit. Also er hat durchgespielt beim Pokalspiel in Lübeck, das weiß ich noch. Da hat er 120 Minuten gespielt. Mhm. Aber dann war das doch eher so ein bisschen sporadischer, die ganzen Einsatzzeiten. Das stimmt, da dachte ich noch, das wäre jetzt sein Comeback, weil ja kein Mensch ihm zugetraut hat, dass er in der 115. Minute nochmal einen Korn aus der Tasche holt. Und das hat er ja getan. Das hat er getan. Insofern war das schon alles, also es gibt immer Überraschungen, gerade bei unserem Sport, den wir alle so lieben. Insofern ist es auch spannend, was da passiert, aber wie gesagt, wenn jetzt die Saison, am Anfang sind wir ja jetzt gerade erst, wenn jetzt die Saison so weiterläuft, wie wir uns das alle denken, dass wir dann immer mal wieder Punkte holen und vielleicht doch gar nicht direkt was mit dem Abstieg zu tun haben, das wäre jetzt natürlich schön. Nach oben will ich jetzt gar nicht gucken, aber zumindest so, dass das alles in so ruhige Fahrwasser kommt, dann heißt das trotzdem, dass gute Spieler dann doch auch im Schaufenster beim FC St. Pauli stehen und zu sehen sind, da man ja weiß, dass wir ein Ausbildungsverein sind oder wie auch immer man das nennen mag. Wie wäre denn deine Einschätzung? Nach dem Derby-Sieg haben ja jetzt alle befürchtet, dass es den Derby-Fluch gäbe, also den, sozusagen das Sandhausen 2.0. Ja, das hat es ja nicht gegeben. Wir haben ja gegen Osnabrück die erste halbe Stunde nicht so gut ausgesehen, aber danach... Das kenne ich von Derby, also andersrum. genau, andersrum. Danach wohl ganz gut. Übrigens, schönen Gruß an den HSV-Podcast 1400 Gentlemen, den wir ja vor dem Derby zusammen aufnehmen konnten. Ich habe mir die Nach-Derby-Sendung angehört, schönen Gruß an Oliver. Und dir bringt das wahrscheinlich nicht viel, wenn wir dich von dieser Seite hier unterstützen. Und vielen Dank dafür, dass du so viel Größe hast, anzuerkennen, dass wir, das Müllerntor, dass der FC St. Pauli diese Stadtmeisterschaft verdient gewonnen haben. Aber an deine Mit-Podcaster nochmal der Hinweis, dass das natürlich einem St. Paulianer, der sich das anhört, ganz, ganz besonders viel Spaß macht, wenn je mehr Mimimi und der Schiedsrichter und die St. Pauli war gar nicht so gut und hätten wir und hätte Puppette wäre Fahrradkette, also lauter Lothar Matthäus, die du dir da eingeladen hast, das ist schön. Also das ist wirklich, also eigentlich unter eurer Würde, zumal wir euch ja eingeladen haben in diesen Podcast, da dachte ich, wäre vielleicht ein bisschen Coolness rübergesprungen. Das tut mir jetzt furchtbar leid, dass ihr das nicht hinbekommen habt. Normalerweise empfehle ich euch ja immer, diesmal muss ich sagen, den Nach-Derby-Podcast der 1400 Gentlemen kann man getrost vergessen. Schade eigentlich, aber das rückt so ein bisschen den HSV wieder dahin, wo er gehört. Zumindest podcastmäßig. Lustigerweise, ach Mensch, ich habe noch eine Neuigkeit. Dann höre ich jetzt mal weiter zu. Ja, die ja gar nicht mit unserem Verein zu tun hat, sondern mit dem HSV. Ich war, bevor wir uns jetzt hier zusammengetroffen haben, Willi, war ich beim, oder bin da weggelaufen kurz, damit wir uns treffen können, bei Epidemic Sounds hier in der Schanze, in der alten Pianofabrik. Das ist ein Startup aus Schweden, das in den USA und in Deutschland und sonst noch wo operiert. Und das ist so eine Art Airbnb für Musik. Das heißt also, du hast Künstler, die sich exklusiv mit denen, zumindest für Teile ihres Werkes, mit denen verbandeln und kannst dann dort die Musik
rechtmäßig erwerben, also quasi die Musik in deinem Werbefilm, Audio, Podcast wohnen lassen und bezahlst dafür eine Flatrate sozusagen. Und das ist ein ganz geiles Konzept. Werdet ihr wahrscheinlich in diesem Podcast auch nochmal hören. Wir arbeiten dran, diese Künstler vielleicht zu St. Pauli-Pop-Themen nochmal zu verknüpfen. Aber das Interessante war, dass ich Lars kennengelernt habe und ich habe auf meinem Namensschild habe ich Erik stehen oder drunter steht mein Twitter-Handle @St. Pauli und bei ihm stand Lars und einfach nur HSV. Und da habe ich gesagt, oh, kommst du vom Verein? Und er so, ja, ich komme vom Verein. Und dann hat er mir erzählt, dass der HSV nicht nur eine eigene große Podcast-Community hat. Da gibt es ja anders als bei uns, also bei St. Pauli gibt es ja genau 3 Podcasts, richtige. Der eine ist der älteste, Fell in Love with a Girl heißt der, kommt aus meines Wissens aus Kanada, ist englischsprachig und erscheint schon seit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Und dann gibt es den Millanton, schöne Grüße rüber zum Millanton und dann gibt es uns. Viel mehr fällt mir da ehrlich gesagt nicht ein. Und dann gibt es noch, beim HSV gibt es glaube ich irgendwie mindestens 3 Hände voll. Ja, ganz also viele. Ganz und der HSV, das ist die Neuigkeit, macht einen eigenen Podcast. Das ist jetzt geleakt, sozusagen. Okay. Die Frage wäre, macht der FC St. Pauli auch demnächst einen eigenen Podcast? So als und drängt uns denn an die Seite? So wie jetzt. Mach mal Platz. So jetzt kommen jetzt, die großen Jungs. So wie die großen Jungs jetzt auch beim E-Sports eingekauft haben. Oh ja, das ist überhaupt noch ein schönes Thema. Stimmt. Wir haben herzlich willkommen. Ich habe die Namen natürlich vergessen. Aber die sahen sehr sympathisch aus auf dem Foto, das ich heute gesehen habe. Du liest das in 2 Wochen in der Mopo wahrscheinlich? Ich weiß gar nicht, warum ich es heute schon irgendwo wahrgenommen habe. Ich bin aus Versehen bei Twitter in den Timeline gespült worden. Aber ich würde es in 2 Wochen nochmal erwähnen, wenn ich es in der Mopo lese, dass St. Pauli ein neues Standbein hat. Das gibt bestimmt Diskussionen. Schreibt uns doch bitte an podcast@stpaulinu.de. Was haltet ihr von E-Sport beim FC St. Pauli? Und warum haben wir, also der FC St. Pauli hat heute 2 Spieler verpflichtet. Das muss man sich auf der Zunge zerschlagen lassen. Also verpflichtet. Einen Vertrag mit ihnen gemacht. Kein Profivertrag, aber immerhin einen Spielervertrag. Die spielen jetzt für den FC St. Pauli, ich nehme mal an FIFA-Soccer. Und lustigerweise sollen die irgendwie in der Landesliga starten. Oder sowas. Und da habe ich gedacht... Also dass man jetzt, wenn man neu ist, nicht gleich im Big Business ist, würde ich mir vorstellen können. Aber ja, aber ich vermute, dass das kein sportlicher Aspekt ist. Ich glaube, dass es... Wirtschaftlicher? Nee, ich glaube, der FC St. Pauli traut sich nicht. Was spricht dagegen? Wieso soll ich nicht trauen? Also ich glaube, der FC St. Pauli traut sich nicht, das Ganze als Profisport zu sehen, sondern will das in der, sozusagen, in der Amateur... in der Amateurhaftigkeit wachsen lassen, weil meine Vermutung ist, dass es große Teile im Verein gibt, große Teile in unserer Fanschaft, vielleicht auch große Teile in unserer Hörerschaft, die sagen, ey, Alter, E-Sport, die kleinen pickeligen Jungs und Mädels, die da FIFA-Soccer spielen, das ist doch nicht unser FC St. Pauli. Ich glaube, dass das ist meine Wahrnehmung, kann auch sein. Schönen Gruß an die Kollegen von der E-Sport-Abteilung. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber mein Verdacht ist, dass wir nicht in der zweiten Bundesliga oder Bundesliga starten, weil der FC St. Pauli dieser Diskussion aus dem Weg gehen will, das Ganze erstmal in Ruhe vorbereiten mit seinem Partner Kongstar, den wir hier auch schon mal im Podcast hatten. Eher so das Thema Festival und das Thema Amateur-E-Sport bearbeiten will, bevor man zum Thema Profi kommt. Und das halte ich ganz persönlich für Quatschkram. Also vielleicht gibt es ja auch eine sportliche Sicht, die wir nicht kennen. Also normalerweise, wir kennen das ja von RB Leipzig zum Beispiel, wenn man dann so einen Verein gründet, der einen großen Namen und vielleicht auch ein Standing hat, dann startet man trotzdem nicht gleich in der Bundesliga oder der zweiten oder dritten Liga, sondern muss erstmal aus dem Amateurbereich aufsteigen sportlich. Das stimmt, aber deswegen Fußball gibt es ja schon seit über 100 Jahren und Profifußball gibt es auch schon seit 50 Jahren. Meinst du denn, dass die E-Sport
Gemeinschaft. Ich weiß gar nicht, gibt es da auch Tabellen mit Auf- ja, und Abstieg? Ja, selbstverständlich. Da gibt es Ligen. Dann gibt es da doch auch einen sportlichen Aufstieg, den man wirtschaftlich nicht überspringen kann, oder? Ja, aber soweit ich erinnere, ist das eher so organisiert wie beim Segeln, dass also die Spieler selber einen Score haben und für die Mannschaft, die sie denn antreten. Also das könnte man mir also vielleicht auch nochmal genau erklären. Also aber wenn die beiden, die wir geholt haben, einen guten Score haben, hätten sie von dem Score auch das Zeug gehabt, direkt in der zweiten Liga das zu spielen? Das ist die Frage. Und ich vermute, dass es eine vereinspolitische Entscheidung ist, das nicht als Profisport aufzuziehen, wie das der HSV beispielsweise macht, sondern den Ball sehr flach zu halten. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Kann auch sein, dass sie nicht stimmt. Und ich würde noch eine andere These aufstellen. Ich würde die These aufstellen, wenn der FC St. Pauli ruft, das ist so ein bisschen wie beim Segeln, ne? Du hast ja das Bild noch mit dem Spinnaker, der ist ja Vize-Europameister geworden, meine ich. Weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat der FC St. Pauli ein Profi-Segelteam, das mit seinen Farben segelt. Und genau denselben Effekt wirst du im E-Sport auch haben. Also wenn du ernsthaft rufst als FC St. Pauli und sagst, wir brauchen unter unserer Flagge dann kommen die. Ganz sicher. Weil die sind ja erstens alle nicht blöde, sondern sagen, also okay, wie kann ich in meinem Sport international vor allem wahrgenommen werden? Kann ich das mit dem Thema HSV, kann ich das mit dem Thema FC Paderborn, kann ich das mit dem Thema Kaiserslautern, kann ich das mit dem Thema Hoffenheim? Nein, kannst du natürlich nicht. Du kannst das mit dem Thema St. Pauli. Ich glaube aber, dass diese Diskussion intern noch nicht geführt werden will. Und deswegen sind die alle so ein bisschen klamig und sagen, ja, oh, nee, also wir machen das. Also wie du das jetzt darstellst, ist es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das heißt, es wird jetzt so ein bisschen klar präsentiert und gesagt, okay, wir fangen jetzt auch mal so eine kleine neue Sparte an, lassen die mal so ein bisschen wachsen und wenn es dann so einen Boom-Effekt geht und durch die Decke geht, dann ist alles gut. Und wenn es jetzt irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann war das halt so ein Randprojekt, was so ein bisschen protegiert wurde, wo man ja sagt, ja, da haut man mal ein bisschen Energie rein, ein bisschen Geld und guckt sich das alles so entspannt an. Ja, und das finde ich schade, weil es nämlich aus zwei Gründen nicht zu der Politik unseres Präsidiums passt und auch nicht zum FC St. Pauli, finde ich. Also ich ganz persönlich. Weil ich auch, also ich game jetzt nicht mehr, aber ich bin in den 90er Jahren nicht sozusagen der klassische Gamer gewesen, Wochenenden um die Ohren geschlagen mit irgendwelchen Typen, anstatt irgendwie anständig auf eine Party zu gehen wie du. Ich habe auch gegamed, also mit Würfeln und so. Ja, nee, also so echt so geekmäßig unterwegs gewesen. Aber ich glaube, dass, also man kann von dieser Grundmaxime, die Uke Göttlich hat im Profifußballbereich, ne? Wir müssen so erfolgreich wie möglich sein, um die Idee des FC St. Pauli maximal wirksam promoten zu können. Das ist ja die Story hinter seiner Präsidentschaft. Das wiederholt er immer wieder. Deswegen will er ja auch aufsteigen, erstens. Deswegen will er sportlich so erfolgreich wie möglich sein. Deswegen will er sportlich so attraktiv wie möglich sein. Das ist einer der wesentlichen Triebfedern, so wie ich das sehe, für die Installation von Luukay. Also die ganze Wahrnehmung des FC St. Pauli in der Sportwelt, in der Profifußballwelt, also in der kohlenstofflichen Profifußballwelt. So, und jetzt gibt es eine digitale Profifußballwelt und in die traut man sich nicht rein. Oder man, ja, wie auch immer. Und ich halte das für eine logische Fortführung. Also es wäre einfach logisch, sich gerade zu machen und zu sagen, wir wollen im Profifußball, im analogen Profifußball wollen wir so weit wie möglich vorne spielen, dann ist das Unsinn zu sagen, wir fangen mal erstmal beim E-Sport, fangen wir mal an, ganz klein, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und dann diskutieren wir das in Arbeitskreisen und in der AGIM und in der AFM und das ist totaler Quatsch, weil dieser Sport hat jetzt sein Momentum. Wenn du jetzt anfängst, also es gibt schon lange Profifußball im E-Gaming, ne? Im E-Sports gibt es schon lange Profi. Du gehst jetzt aber immer noch von der Tatsache aus, dass man sich diese Sparte selber wählt, in der man dann sozusagen ist. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, weil das Profitum hängt an den Spielern.
Also ich spiele für einen Verein, der wird dann was weiß ich, Deutscher Meister oder was auch immer. Ja, naja, also Umkehrschluss. Messi, wenn der zum FC St. Pauli kommen würde, jetzt im nächsten Jahr, wo er keinen Vertrag mehr hat, würde dadurch nicht, würde der FC St. Pauli nicht in der Bundesliga spielen. Also nicht in dem Jahr, erst im Jahr drauf. Im Jahr drauf, aber hallo. Okay, wir holen ihn. So, also nicht mit dem Zugang der Scores, den ein Spieler hat. Deswegen ist es natürlich die Frage, ob das halt angelehnt ist an diese Thematik der Scores, wie du es gerade vom Segeln geschildert hast, ob das daran andockt. Ja, müsste man mal Leute fragen, die das wissen. Ja, das ist auch nur ein Gefühl von mir. Also ich habe das gelesen und dann habe ich Landesliga, also lass uns sagen, das stimmt gar nicht und das ist auch Verbandsliga oder was auch immer oder Hamburgliga, ist mir vollkommen wurscht. Aber es ist auf jeden Fall Amateursport. Und das halte ich ganz persönlich für einen Fehler, weil sich die Profisport, die Profi-E-Sport Infrastruktur in Deutschland jetzt ausbildet. Und wenn der FC St. Pauli dabei sein will, dann muss er das jetzt machen und nicht in 3 Jahren oder in 2 oder was weiß ich. Okay, das heißt, wenn sie tatsächlich Leute geholt haben, die den Score hätten, haben sie dadurch einen Fehler gemacht, dass sie sich falsch einnivelliert haben. Wenn es jetzt so ist, dass sie tatsächlich, dass es damit gar nichts zu tun hat und das Niveau einfach Landesliga ist von den Spielern und man nicht einfach sagen kann, man geht in die oberste Liga, dann liegt das ja nicht in unseren Händen. Dann kann man nur sagen, man hat in der Vergangenheit Sachen verschlafen. Das könnte man dann sagen. Ja, also das Thema wird ja auch kritisch begleitet, bin ich mir ganz sicher, dass die Leute beim FC St. Pauli, und die haben mich natürlich auch gebeten, nicht immer ihren Namen zu nennen, weil es immer dieselben sind, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Also die Leute, die das Thema E-Sport beim FC St. Pauli nach vorne treiben, die haben natürlich intern ganz, ganz viele Sachen zu erklären. Und es gibt, ich meine, du weißt das selber, ich meine, diejenigen, die beim FC St. Pauli das Sagen haben, im Sinne von Gremien sagen oder im Sinne von auch politischer Macht im Verein, die sind alle 55 plus. Die haben natürlich überhaupt gar kein Verständnis dafür, was E-Sport jetzt sein kann oder warum das für den FC St. Pauli jetzt eine Weichenstellung ist, inwiefern das, was wir unter St. Pauli verstehen, in einer Sportart sich wiederfindet, die in Deutschland in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren eine Relevanz erlangen wird in den jungen Zielgruppen, die inzwischen auch bald 30 werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und da musst du jetzt dabei sein oder darfst du nicht anfangen, irgendwie so, ja, dann machen wir hier, machen wir da. So, das ist meine These. Kann ja sein, dass sie falsch ist. Okay, da wir es beide nicht besser wissen, müssen wir da die Info abwarten, die uns zuströmt. Ja, also ganz gerne auch hier an dem Punkt uns eine E-Mail schreiben, podcast@stpaulinu.de. Ich beantworte auch jede einzelne, ganz sicher. Und ich würde auch sagen, in dem Moment, wo ihr uns Feedback gebt, dann tüdeln wir das auch in den nächsten Podcast ein. Ich habe jetzt eigentlich, E-Sport war nämlich ein super Thema, aber leider kenne ich mich damit auch zu wenig aus. Vielleicht, jetzt haben wir noch ein drittes Thema. Also Molotow haben wir haben Griechenland und wir haben... Reeperbahn Festival gehört ja zur Molotow-Thematik sozusagen. Also du meinst als mögliche Themen für die Zukunft. Ja, genau, als Molotow. Themen für die Zukunft. Molotow, Griechenland, also ein E-Sport. Länderspezial. Mhm. E-Sport, den habe ich dir noch gar nicht erzählt, Willi. Ich habe eine Zusendung bekommen. Herzlichen Gruß an Daniel aus London. Der hat mich angeschrieben und hat gesagt, er hört unseren Podcast und würde gerne einen Podcast-Feature machen über das Thema Groundhopping. Er sei St. Pauli-Fan aus London und hätte inzwischen schon über 200, oh, jetzt muss ich nicht lügen, 200 oder 500 Stadien besucht. Also hatten wir auch. Also er sammelt Stadionbesuche sozusagen. Ich werde auch Teile dessen, was er mir geschickt hat, als Audio jetzt hier gleich nochmal hinten dran prokeln. Und ist kurz davor sozusagen die UEFA
Quartett voll zu machen. Ihm fehlen noch Aserbaidschan und irgendwie was weiß ich was. Aber dann war er in jedem UEFA-Stadion. Alter, das ist total abgewandt. Das ist krass. Und der hat uns angeboten, dass wir mal eine Folge mit ihm machen. Und ja, ich hätte da sehr viel Bock drauf, Daniel, habe ich dir schon geschrieben. Wir müssen nochmal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht machen wir das so, dass wir dir Fragen schicken und die kannst du dann audiomäßig schon mal vorbereiten und wir bauen die dann in unseren Podcast ein. Oder wir machen Live-Podcast-Schalte über einen Dienst, über Zoom oder so. Mal gucken. Das kriegen wir irgendwie hin. Also, das Thema Groundhopping haben wir noch. Groundhopping in St. Pauli. Das wird mich extrem interessieren, die Erfahrung, die dieser junge Mann gemacht hat. Ob er, sagen wir mal, an einer Hand 10, 20 Vereine in Europa oder weltweit nennen kann, mit denen er mit dem Jolly Roger positiv aufgenommen wurde. So wie wir in unserer Billo-Groundhopping-Karriere das schon hatten in Marstall oder in Brighton waren wir noch nicht, sondern in Glasgow. Paisley, genau, in Paisley, bei den Saints. Da kann man Saints, nämlich auch mit St. Pauli Hoodie rumlaufen und wird freundlich begrüßt. Das wären so Themen, also was ist Groundhopping überhaupt? Das ist ein auch Thema Popkultur, ne? Also eine ganz, ganz geile Ausprägung von fußballerischer Popkultur ist Groundhopping. So was ähnliches wie Geocaching und zwanghaftes Reisen zu ganz, ganz komischen, zu skurrilen Fußballorten. Ja, wo denn der Fußball auch gar keine Rolle mehr spielt, sondern der Ort, ne? Also das Stadion. Er hatte nämlich auch noch gesagt, also das hört er vielleicht gleich noch, wenn ich das einspiele, dass du irgendwann besuchst den Ground und das Spiel, das da stattfindet, ist dir vollkommen Wumpe, weil du ja den Ground brauchst. Also da könnte auch die dritte gegen die fünfte Also du musst gar nicht bei einem beim offiziellen Ligaspiel dabei sein. Nee, du musst nur einfach irgendwo dabei sein. Also E-Jugend 3 gegen E-Jugend 5 vom Nachbargrundstück. Trainingsspiel. Das reicht. Okay, das ist ja lustig. Das beim Derby-Sieg im Frühjahr, also 2 Derby-Siege in einer Saison in a row, noch nie da gewesen, würde das gesamte Podcast-Team von St. Pauli Pops sich den Luhukai-Bart ganz kurz verstehen lassen. Ich glaube, wir würden den kurz fotografieren und dann auch absäbeln, weil das kann wirklich sehr sehr unlustig aussehen. Das befürchte ich auch. Ja, auf jeden Fall. Das Photoshop. Der ganze Podcast. Naja, auf jeden Fall würden wir dann, weil wir eben keine Holländer sind, können wir das auch nicht einfach so machen. Aber auf jeden Fall, wenn Dennis Siegmeier beim 2:0 des FC St. Pauli zu Hause ein Eigentor schießt, dann mache ich das jetzt schon. Das ist ein Wort. Ich nagel dich auch fest und ich bin mir relativ sicher, dass es nicht passiert, weil solche Eigentore doch eher sehr selten, sehr rar gesät sind. Aber es wäre schön, wenn es so wäre, dann wüsste ich, dass ich im Stadion tatsächlich einen Kopfstand mache vor Freude. Dann würden wir euch auch ganz, ganz langsam verabschieden in den milden Sommerabend, den wir hier am Dienstag auf der Schanze erleben dürfen. Genau, und ich würde noch auf die Playlist nochmal von Fortet, also Kieran Hepton, einen tollen neuen Song Only Human auf die Playlist setzen. Das ist so ein Ohrwurm, den ich jetzt gerade so in mir rumtrage. Erik, ich habe dich gar nicht gefragt, möchtest du nochmal hier auf die Playlist irgendwas rauf, was du mit dem lauen Sommerabend hier im Juli mit der Thematik E-Sport, mit Griechenland, mit Molotow, mit Themen verbindest, die wir noch als Ausblick haben, was sich da noch greift? Ja, irgendwas Griechisches, aber da fällt mir natürlich nichts ein, weil ich mich mit griechischer Musik gar nicht auskenne. Nee, da müssen wir mehr Input haben. Müssen wir recherchieren. Kriegen wir auch zum nächsten Mal hin, ist ja auch eine Arbeit, die Spaß oder macht. Oder ihr schreibt uns. Oder bitte keinen Punk, keinen Schrommelrock, sondern irgendwas Cooles aus Griechenland. Ja. Oh, wo ich die 29 Grad, die dort letzte Woche noch tagsüber waren und wo mir der Gastgeber, der Chef der deutschen Außenhandelskammer in Griechenland sagte, übermorgen soll es kurz regnen, der erste Regen seit März. Da weiß man dann auch ungefähr, was
ein langer Sommer ist, ein langer heißer Sommer. Also da lobe ich mir noch das Hamburger Wetter und bin froh, dass ich in meinem Garten tatsächlich Blumen gießen. Also das Wasser muss ich nicht regelmäßig anstellen, weil da kommt genug von oben. In diesem Sinne suchen wir euch noch einen Song raus, der die Sadness und die Wut aus Griechenland nochmal ein bisschen artikuliert, weil auch das ist eine Erfahrung, wenn du jetzt nach Griechenland fährst und steigst ins Taxi und der fängt das Gespräch ganz normal an, so hey, wo willst du hin und na, wo kommst du her und du sagst aus Deutschland, ändert sich sofort das Klima. Das ist ganz krass. Also in Griechenland merkt man, was die Politik, die Austeritätspolitik von Schäuble an real existierenden Menschen vollzogen hat, was für Wirkungen es hat. Und das hast du, das spürst du als Deutscher, der in Griechenland ist. Also zumindest in Athen. Also ich weiß nicht, wie das in den Touri-Gebieten ist, aber in Athen habe ich das gespürt. Da hat sich das Klima sofort gewandelt. Und da hilft im Übrigen, ist ein guter Gegenzauber, ein St. Pauli-T-Shirt anzuziehen. Ich war vielleicht als Abschluss nochmal, als Anekdote für euch, um ein Bild in eurem Kopf zu etablieren. Ich war dann am Wochenende ganz kurz in Vuliagmeni. Das ist eine Bucht, das ist sozusagen das List auf Sylt von, nicht das List, das Kampen auf Sylt von Athen. Das heißt, du warst in der Sansibar von Athen. Ja, ich war nicht in der Sansibar, sondern es ist so eine Bucht, wo lauter Mega-Yachten vor Anker liegen. Also wirklich mega, mega. Und da gibt es es gibt zwei Restaurants, die auf diese Bucht gucken. Und ich bin mit meinem St. Pauli-T-Shirt dahin und hatte auch nicht viel Geld dabei, weil ich bin zu Fuß, zu Fuß rübergelaufen über diesen Berg und hatte eh nicht viel Geld, Spielraum. Und dann habe ich zwei Vorspeisen gegessen, nämlich Black Eyed Peas eingelegt, also Erbsen und Tzatziki. Und da meinte noch der Wirt, der mir das gemacht hat, ist das alles? Weil normalerweise irgendwie essen die da richtig viel zum Mittag, aber ich hatte nicht viel Geld dabei. Hab dann noch ein Bier getrunken und hatte ein St. Pauli-T-Shirt an und dann kam der junge Mann, der immer nicht bestellt, die Bestellung aufnimmt, sondern nur den Rest abräumt, und der kam dann vorbei und meinte, nice T-Shirt, I like that. Und das ist, vielleicht das Ende und ein persönlicher Abschluss dazu, dass die Wut und die Sadness richtig kanalisiert werden, wenn man ein bisschen Gegenzauber hat. Und das habe ich in Griechenland gemerkt. Wir haben für sehr viel Wut gesorgt und für sehr viel Sadness auch. Und für das darf man sich als Deutscher gerne mal anziehen, Dingsbums, den Schuh. Aber mit dem, was wir als St. Paulianer und als FC St. Pauli verkörpern, haben wir so einen ganz wirksamen Gegenzauber. Deswegen kann ich jedem nur raten, sich mit dem Thema Griechenland mal ein bisschen zu beschäftigen. Ich werde es jetzt intensiver machen. Das heißt, diesen Podcast auch. Der Podcast heißt aber deswegen nicht Sadness, oder? Oder vielleicht doch. Ach, das weiß ich gar nicht, wie der Podcast heißt. Lasst euch überraschen. Naja, egal. Vielleicht kommt von Erik auch noch ein Musiktitel von den Black Eyed Peas, wo es gerade zum Mittag My Humps oder so nochmal. Ich habe wirklich, als da stand Black Eyed Peas, ne, habe ich gedacht, was ist hey, das? Hey, die treten damit das live auf. Geil ist das in Griechenland. Cool. Und es treten die auf eine Riesenjacht. Und dann kann ich dir noch erzählen, Willi, ihr könnt jetzt abschalten. Das ist wie bei Pusteblume jetzt. Ihr könnt jetzt abschalten. Hier passiert nichts mehr. Das war so lustig. Als Segler ist das ja total abgefahren. Ne? Da lag eine riesige Yacht in der Bucht, also wirklich riesig mit so zwei Hubschrauber nebeneinander. Ja, so ein Hubschrauber, Landendecker und diesem ganzen Pipapo. Und dann lag auch eine ganz lange Segeljacht da, eine weiße. Und wunderschön, ganz slim und bestimmt ganz tolle Segeleigenschaften. Riesig, bestimmt 25 Meter lang, mit höchstwahrscheinlich 5 Salons und 15 Warmwasserduschen. Und was haben die gemacht? Haben vor Anker Fender draußen gehabt. Und da finde den Fehler, ich bin ja ein Laie sozusagen. Du bist Laie. Ich weiß, was ein Spinner und ein Acker ist, und zusammen ist das ein Spinner, gell? Aber du weißt ja, was ein Fender ist, ne? Das sind diese Bäuche, die die dafür sorgen, dass da so lustige Luftballons am Rand hängen. Genau, das sind große Plastikluftballons, die du raushängst, damit du nicht an die anderen Schiffe donkst im Hafen. Oder gegen die Kaimauer.
Und beim Ankern schmeißt du ja vorne dann Anker raus. Und was ist da in der Nähe, das an dich dongen kann? Nicht viel, oder? Nix. Also okay. Dann ist das vielleicht Mensch so eine Art. Naja, das ist so ein Fender, das, beim Ankern. Fender sind vielleicht so die Ellenbogen der Yachten, dass man da einfach Space haben will, dass man nicht angedongelt, also auch nicht blöd angeguckt so, wird. Zum das, ist so ein bisschen, die Deutschlandflagge für den Rückspiegel. Also das hat mit Autofahren nichts zu tun und das hat natürlich auch mit Segeln nichts zu tun, wenn du. Und das ist so ein bisschen also Seemannschaft, ganz schlimm. Also wenn ich auf meinem Fahrrad einen Helm tragen würde mit einem Rückspiegel am Helm, wäre das vergleichbar? Ja, wenn du in einer, Oder wäre der Helm schon der Fender? Wenn du in einer Röhre fährst, die nur geradeaus kommt und es kommt von hinten keiner und dann hast du einen Rückspiegel, ja, dann wäre das vergleichbar. Aber, alter Schwede, als ich das gesehen habe, warum kann man den Leuten solche Segeljachten nicht wegnehmen? Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, meine Tochter mal, ich habe ein Bild meiner Tochter Greta geschickt und gesagt, guck mal hier, ich bin in der Yacht der Super, in der Bucht der Superreichen. Und dann hat sie gesagt, oh cool und so. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und meinte, nee, cool ist das falsche Attribut. Und dann habe ich diese Dinger da gesehen und neben mir war dann so eine Horde von fünf superreichen Kindern von irgendwelchen Baikonur Ölmagnaten oder sowas, die wahrscheinlich zu einem von diesen Schiffen gehörten und haben sich aufgeführt wie die letzten Knallfrösche. Und da habe ich ganz kurz überlegt, habe gesagt, nee, ich weiß nicht. Mir fällt kein begründungsfähiges Moment dafür ein, dass jemand so eine große Yacht besitzt. Also für mich kam das. Und das ist ganz komisch, weil das ist das erste Mal, dass ich das gedacht habe. Ich bin eigentlich ein sehr liberaler Mensch. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand reich wird. Ich bin da, wäre gerne selber reich. Ist kein Problem. Aber da habe ich so das erste Mal gespürt, das passt einfach nicht. Das ist vor allem in Griechenland, wo ich jetzt ja gerade das alles gesehen habe, wie das da so aussieht und wie der Rest der Stadt aussieht sozusagen. Ja, das hat mich irgendwie, das hat mich das ist aber jetzt schwer beeindruckt, muss ich sagen. Dieser bittere Beigeschmack auf der Unterlippe, das ist doch jetzt irgendwie, da können wir doch unsere Hörer nicht mit entlassen. Wir müssen doch was Positives auf den Weg geben. Oder? Ja. Oder bleibt das bei der Sadness mit dem Beigeschmack der Fender? Nein, gar nicht wahr. Ich kann noch einen Ausblick geben. Mach doch mal einen Ausblick. Wir haben ja alle schon entlassen. Hört ja sowieso keiner mehr zu. Also für die, die jetzt eingeschlafen sind und uns noch im Hintergrund hören und morgen da an der gleichen Stelle wieder anmachen, wo sie aufgehört haben. Hallo. Es, huch, eine Information geht noch da über den Deich. Hallo, FC St. Pauli. Am nächsten Montag, Willi, übrigens auch für dich eine Info, vielleicht hast du ja Zeit, am nächsten Montagmittag, treffe ich mich mit einem echten Podcast-Star. Nämlich mit Mike Nöcker vom Fußball MML. Und wir sprechen über Podcasten, über Fußball, über den FC St. Pauli, über Jörn, gar nicht, keine Ahnung, worüber alles noch, über das Leben als Podcast-Star, wie das so ist, wenn man 25 Millionen Zuhörer für eine Folge hat. Und oha. Ja, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Oder ihr könnt mir für Mike nochmal eure Fragen schicken. Also zum Beispiel wie, bist du jetzt St. Pauli-Fan oder bist du jetzt Borussia Dortmund-Fan oder changiert das je nachdem, wer mehr bezahlt? Oder wer gerade spielt an dem Tag. Oder wer gerade spielt. Sowas können wir mal fragen. Oder ist Micky Beisenherz eigentlich, wenn er abends ins Bett geht, trägt er einen Schlafanzug oder redet er immer noch? Könntest du ihn fragen, ob er der Meinung ist, dass er Götze den Durchbruch macht bei Dortmund oder er Buchtmann bei St. Pauli? Oh ja, das ist ein Shit. Guck mal, den haben wir schon mal. Und dann könnt ihr euch drauf freuen. Wir finden einfach kein richtiges Ende, deswegen machen wir jetzt einen harten Cut und sagen, das ganze Stadion. Stecker. Podcast.
St. Pauli Pop.